begrüße Sie in der ehemaligen Freien Reichsstadt Walderstadt. Mein Name ist Ralf-Dieter Krüger. Ich bin Pfarrer im Ruhestand, wohne seit 3 Jahren hier und bin in der Zwischenzeit Stadtführer und Türmer. Ich möchte Sie nachher mitnehmen auf eine virtuelle Turmführung. Virtuell, das heißt, dass Sie, wenn Sie ein Gerät haben, ein Handy oder ein iPad mit Touchscreen, dass Sie die Richtung des Bildes verändern können, so wie Sie das haben möchten, oder am PC mit der Maus. Hinter mir sehen Sie die Peter- und Paul-Kirche, das Wahrzeichen dieser Stadt. Die Peter- und Paul-Kirche ist gebaut worden in der Zeit 1170 bis 1220. Der Westturm, also der größere Turm, den Sie hier auf dieser Seite sehen, dieser Turm ist 200 Jahre später gebaut worden. Er ist einerseits der Kirche zugeordnet, aber andererseits auch Teil der Wehranlage. Dazu werde ich Ihnen nachher noch etwas mehr sagen. Und jetzt möchte ich Sie mitnehmen, die Treppe hinauf zum Eingang des Tores. Der Türmer hatte natürlich ganz verschiedene Aufgaben. Damit habe ich schon einen genannt, dass er für die Zeitansage zuständig ist. Nun gab es im Laufe der Zeit ganz unterschiedliche Arten, die Zeit zu messen. Darum geht es hier in diesem Raum. Das wird hier erklärt, wenn Sie bei einer Turmführung dabei sind. Hier an meiner Seite ist noch ein altes Uhrwerk, mit dem die Glocken angetrieben wurden, dass sie zum entsprechenden Zeitpunkt läuteten. Aber der Glöckner oder der Türmer als der Glöckner in dem Fall hat dann einschalten müssen, das Gerät. Der wohl bekannteste Glöckner und Türmer ist Quasimodo gewesen, der Glöckner von Notre Dame. Mehr dazu bei einer Führung. Wir befinden uns hier auf der Ebene, wo sich der Türmer aufgehalten hat. Hier hat der Türmer gearbeitet auf dieser Ebene. Von hier aus ist er außen auf den Rundgang gegangen, hat geguckt, ob es in der Stadt brennt oder ob Feinde von außen nahen, hat dann Zeichen geben müssen mit Laterne, nachts und tagsüber mit der Fahne. Er hat hier oben drüber die Wohnung gehabt, hier oben drin gelebt. Der letzte Türmer, der das hauptamtlich gemacht hat, nicht so wie ich ehrenamtlich, war der Türmer Lutz. Er war bis 1928 im Amt. Sie waren jetzt 176 Stufen mit mir den Turm hinaufgegangen und wieder runter. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und haben Sie sich vielleicht gefragt, was dieses Horn bedeutet, das ich die ganze Zeit dabei habe? Nun, bei den Türmern gab es 2 verschiedene Arten. Die einen waren die Rufer, die ihre Signale angekündigt haben, regelmäßig. Obsidio war ihr Ruf gewesen. Das war der Hinweis, ich bin auf der Wacht. Oder aber es wurde ein Signal geblasen. Ich habe hier ein Schofar, ein Kudu-Horn, das in der Frühzeit benutzt wurde. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Wenn Sie Interesse an einer Führung haben, wo das ganze Thema noch viel ausführlicher behandelt wird, 1,5 Stunden bis 2 Stunden, dann können Sie auf die Webseite der Stadt Walderstadt gehen. Dort finden Sie auch noch Hinweise zu weiteren Führungen in der Stadt.